Was geht ab, Leute? Nerdalert Games hier und wir schauen uns heute mal die Demo von UFC an, was jetzt in Entwicklung bei EA Sports ist, weil THQ ja pleite gegangen ist. Ah, ich glaube, die haben davor auch schon das Ganze abgegeben, ist aber auch egal. Wir schauen uns heute mal die Demo an. Ich hatte das Tutorial schon ein bisschen gespielt, die Steuerung hat sich großartig absolut nicht verändert, kann man sagen. Also eigentlich immer noch alles gleich. Und wir checken einfach mal den Schnellkampf. Obwohl, wir könnten erstmal das Tutorial machen und dann machen wir den Schnellkampf. Nochmal alles auffrischen. Wir fangen bei Lektion 1 an, wir haben insgesamt 20 davon. Ja, die Ladezeiten sind ein bisschen lang. Wie ihr zum Beispiel gesehen habt bei dem E3-Trailer, ihr habt Bruce Lee in dem Spiel. Was ein bisschen merkwürdig ist. It takes a lot to be a mixed martial artist, man. You know, I wake up every morning around 8 o'clock. Start off with a 9 o'clock practice where I'm doing live fighting. Early in the morning, which sucks. You know, to wake up to giant swinging at your head every morning. Some days it'll be kickboxing, other days it'll be wrestling or jiu-jitsu, or just all around MMA fighting. 2:30, strength and conditioning. And then right back to the gym at night, I'll do some private kickboxing lessons or I'll work with Greg Jackson going over some strategy. So yeah, my life is every day, all day, about 5 to 4 times a day. Clarence. Und das lohnt sich natürlich auch. Willkommen bei EA Sports UFC. Dieses kurze Tutorial wird alles erklären, was nötig ist, um dieses Spiel zu spielen. Darunter sind Striking, Clinch, Takedown, Bodenkämpfe, Submissions. Legen wir los. Eigentlich ist die Steuerung super easy. Bei diesem Training musst du deine Beinarbeit einsetzen. Das Ganze werden wir auch tun. Moment, muss ich mal kurz hier ausrichten. So. Zack, hier hat sich auch nicht wirklich viel verändert. Will laufen. Soll sich doch verändert haben. Das war toll. Ich will gute Haltung und Versehen. Kannst du haben. Okay, grundlegende Angriffe. Erstmal Striking in the Face. Striking in the Face. So geht's. Und dann X und dann Kreis und dann das und dann das. Tolle Angriffe. Genau so nimmt man seinen Gegner auseinander. So, und wenn wir jetzt L2 gedrückt haben, richtig zusetzt. Setzen wir, wie ihr schon gesagt, dem Körper richtig heftig zu. Einfach drauf. Zack, haben wir den Move, haben wir den Move. Natürlich weiter. Man kann eigentlich kombinieren, wie man will. Ich muss mir gleich nur mal angucken, wie die ganzen Takedowns funktionieren. Das habe ich nämlich ein bisschen vergessen gehabt. Zack. Und dann hier nochmal den und den. Zack. Deine Körpertreffer waren sensationell. Heute kannst du an deinen Angriffen feilen und dich aufs Oktagon vorbereiten. Tun wir das mal. Jetzt haben wir L1. Das ist ein Kopftreffer. Der hat Moves drauf. Oh, wir sollen L1 drücken. Okay. Dann nochmal striken, aber richtig heftig. Boom. Der trifft ja gar nicht. Was da? Oh, er steht zu nah an dem Ding dran. Zack. Genau so. Wir müssen in seinen privaten Bereich gehen. Du hast deine Angriffe schön kombiniert. Konzentrieren wir uns heute auf perfekte Blocks. Okay. Einfach nur L2 gedrückt halten. Der blockt alles automatisch ab. Tolle Blocks. Das hast du gut gemacht. Also gut, zeig, was du kannst. Finde ich ehrlich gesagt auch. Jetzt können wir die Strikes hier abblocken. Na komm schon. Haben wir den, dann haben wir den. Jetzt müssen wir unten. Das will auch richtig getimed sein. Haben wir. Haben wir. Noch ein paar. Okay. Sehr gut.
Heute geht es darum, wie man in den Clinch kommt. Clinchen, das heißt umarmen. Mal heftig drücken. Und loslassen. So kommen wir natürlich auch nach vorne. Und loslassen. So kommen wir drunter. Weiß nicht, was besser ist. Drüber oder drunter. Weg mit dem. Nee, nee, nee. Toll den Clinch verteidigt. An die Arbeit. So, Positionswechsel im Clinch. Ist immer nach oben. Dann gehen wir wieder hoch. Dann striken wir hier und treten dem auf den Fuß. Ah ne, es ist woanders. Hier gehen wir einfach mal in die Wade rein. Großartig den Clinch kontrolliert. Lass uns heute an den Takedowns arbeiten. Ja, und da brauche ich wirklich noch ein bisschen Nachhilfe. Okay, L2 gedrückt. Und dann stürmen wir nach vorne. Und ziehen der am Beinchen nach unten. Jetzt können wir die beiden gedrückt halten und dann zack. Double Leg Takedown. Boom. Das muss ich mir merken, das sieht mächtig aus. Ey, war das ein Double Leg Takedown? So sieht das ich aus, weiß das nicht mehr. Okay. Der rechte Stick nach links oder rechts und anschließend in einem Viertelkreis. Got it. Können einmal komplett herumgehen. Ich weiß aber nicht, wie man zu Full Mount geht. Okay, da haben wir es. Okay. Das Ganze werde ich mir wahrscheinlich merken, während wir spielen. Wir wieder an der Seite. Von da aus aufstehen möchte ich am liebsten. Dann bam, in die Fresse. Sau stark. Du weißt definitiv, wie man sich im Bodenkampf verhalten muss. Konzentrieren wir uns heute auf die Takedown-Verteidigung. Ja, habe ich doch gedrückt, R2 und nach unten. Ich wusste ganz genau, dass der das macht. Ich habe das Tutorial nämlich schon gespielt gehabt. Komm, weg mit dir. What the hell? Das funktioniert gar nicht. Vielleicht soll ich das gedrückt halten und dann einfach runter. Ich denke, das passt dann. Wieder aufstehen, du Arsch. Ach so, der macht da weiter. So, jetzt haben wir's. Ich hab den linken Stick immer runtergedrückt anstatt den rechten. So musst du immer trainieren. Okay. Da war ein Takedown ausführen und jetzt müssen wir die Positionswechsel verhindern. Da macht doch was! Das hasse ich immer. Okay. Durch die ganze Zeit einfach jetzt nach links. Komm auch rein, nimm die Ewigkeit. Aber das erste UFC-Spiel kam 2009 raus. Ich fand das ehrlich gesagt gar nicht mal so übel. Das war schon nicht schlecht. Du bist echt großartig. Okay, ich sag Mission-Befreiung. Ah, ist eigentlich ganz easy. Bam, sind wir draußen. Sehr gut. Das ist ein kleines Minispiel, was wir eingefügt haben, anstatt wie viel zu drücken. Jetzt müssen wir dem hier entkommen. Komm schon. Hier muss doch was möglich sein. Hier vielleicht, jawohl. Deine Arbeitsmoral ist beeindruckend. Ich will dich nicht abklopfen sehen. Du machst garantiert keine Submission. Da ist er drin, aber befreit. Nope. Genau so. Okay, Submission-Einleitung. R1 gedrückt halten und dann bam, bam. Jetzt können wir gucken. Wir müssen ihn immer blockieren. Ah, der hat sich befreit. Sack. Hervorragend. Ah, wir haben es geschafft. Griffe fixieren.
Sobald dies im Submission angezeigt wird, um den Submission Grip zu fixieren, ist, okay. Leiten wir ein. Und dann können wir das bearbeiten. Da hat er sich befreit. Okay. Geht also wirklich so. Shit! Wir haben wieder einen nach oben gedrückt. Komm. Ich hab den gleich. Ha! Und zugeschlagen. Goddammit. Verflucht, er löst sich immer wieder. Ich mach das zu lange. Typ, 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 typ. No, ich mach das falsch. So mache ich das. Ah. Ich habe das komplett anders verstanden. Okay. Und jetzt, wenn er nochmal einen Fehler macht. So. Ah. Okay. Sehr gut. Leiter ein Submission einfach. Wenn er ja noch. Ja, ist klar. Shit, hat sich wieder gelöst. Aber okay. So ging das, also ich habe das komplett verwechselt. Hey everybody, I'm UFC President Dana White. Now you should know more than enough to get started. Welcome to EA Sports UFC. Have fun. Werden wir auf jeden Fall haben. Und jetzt können wir fortsetzen. Aber wir gehen jetzt erstmal in den Schnellkampf. Wir haben viel gelernt, wir haben Takedowns gelernt. Versuchen wir das anzuwenden. Ich spiele als John Jones. Wir können hier nichts leider anderes verwenden. Keine anderen Kämpfer, nichts. Ladezeiten sind für die Demo, finde ich, ziemlich krass. Wir sehen jetzt einen UFC-Kampf im Halbschwergewicht. Ladies and gentlemen, this fight is three rounds in the UFC Light Heavyweight Division. Introducing first, fighting out of the blue corner, a mixed martial artist. Standing 6 feet 5 inches tall, weighing at 205 pounds. Fighting out of Stockholm, Sweden, Alexander the Mauler Gustafsson. And now, introducing his opponent, fighting out of the red corner, a look-see-doo fighter. Standing 6 feet 4 inches tall, weighing at 205 pounds. Fighting out of Endicott, New York, USA, presenting the reigning, defending, undisputed UFC light heavyweight champion of the world, John Bones Jones. And when the action begins, our referee in charge of the octagon, Yves Levine. Hier haben wir Yves Levine, den Referee. Ja, wir beiden Freunde. Jetzt gibt auch für Fresse. Ich finde den deutschen Kommentar ehrlich gesagt überflüssig. Jetzt kann's losgehen. Er arbeitet zum Kopf. Schöne Kombination. Denkst du denn? Er verpasst ihm eine Garde zum Kopf. Bäm, ein Knie. Ich kann mich auch hier abstoßen und dann springen. Ganz stark gemacht. Schöner Kick zum Kopf. Und mal mit die Ausdaueranzeige. Ja, schöne aber leider geblockt. Guter Punch. Das ist echt lustig. Oh! Er geht zu Boden. Guter Kick, aber zu und. Oh, ich könnte jetzt eigentlich draufstürmen. Oh, ja. Ausgenockt! Oh mein Gott, was für ein kurzer Kampf. Zu Ende. Das war bis einfach.
Sehen wir uns mal unsere Wiederholung des Kampfes an. Richtig aufs Maul. Böhm. Lichter aus. Okay, wir müssen nochmal eine Wiederholung machen. Das war relativ kurz. Rückkampf. Ich will gar nicht mit dem auf den Boden kuscheln oder in den richtig auf den Boden knallen. Wozu? Ah, ich probier's mal. War das nicht so mit dem Clinch? Ich hab das schon wieder komplett vergessen. Oh, der hat abgewehrt. Wieder abgewehrt. Eieiei, der will aber nicht. Ja, jetzt willst du. Boom. Klatsch, klatsch. Schöner Treffer. Er ist jetzt in der Haft. Ich muss auf ihn drauf sitzen. Klatsch, klatsch, klatsch. Der Punch kommt an. Der lässt mich aber auch nicht, ey. Ah ja, lass ihn aufstehen. Ja, er kommt wieder hoch. Boom! Ein Superman-Punch. Der Start gemacht, schöner Sidekick. Sehr schön, starke Kombination. Doch. Ja, sie schenken sich nichts. Kacke. Oh, was war das denn? Auch meine Kondition wieder. Der kriegt den Takedown. Oh, ein heftiger Takedown. Shit, er setzt zur Submission an. Geht auf seinen Arm. Fuck! Ich komme, glaube ich, nicht mehr raus. Ja, ich bin rausgekommen. Boah, im letzten Augenblick. Lass mich aufstehen. Sauber. Oh, der hat gesessen. Schöner Inside Leg Kick. Käfig, aber leider daneben. Er zieht den Haken zum Kopf. Jetzt geben sie es sich richtig. Und noch ein Treffer zum Kopf. Und er dickt gar nicht. Der kassiert und gedown. Zu unserer Kampfwiederholung. Haben wir ja gesehen. Der Sieger. Bruce verkündet jetzt das offizielle Ergebnis. Ladies and gentlemen, referee has called a stop to this contest, declaring the winner by knockout, John Bon Jovi. Ladies and gentlemen, der Sieger durch Knockout. Ganze Team pausiert. Das war's. Das war die UFC-Demo. Mehr haben wir nicht wirklich nicht zu sehen. Sieht wirklich interessant aus für alle Fighting Game-Fans. Kann man definitiv empfehlen. Macht wirklich Spaß, Spaß, Spaß. Ich wollte mir heute mal die Demo reinziehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Tutorial plus ein paar Kämpfer. Ansonsten, danke fürs Zuschauen.